Willkommen zurück in diesem Teil 5 inzwischen der Videoserie Merkmale von Hochsensibilität geht es um einen Sinneskanal, nämlich das Hören. Ist mit einer meiner Lieblingssinneskanäle. Ich bin ein sehr auditiver Mensch, bin auch selbst Musiker. Und gebe dir einfach anhand von zwei Beispielen einen Eindruck da rein, wie ist es, wenn dich das Hören als Hochsensibler überfordert, wenn du diese Begabung hast, sehr viel übers Hören wahrzunehmen. Und wie ist es auf der anderen Seite, wenn du gelernt hast, mit deiner Wahrnehmung umzugehen, dich abzugrenzen, dich zu zentrieren und wenn es dich nicht mehr überfordert. Und du hörst schon, ich habe Hintergrundgeräusche, ein Flugzeug, ich warte mal kurz und gleich geht's los. Maria hast du ja schon kennengelernt, unsere hochsensible junge Frau, die ein ganz normales Leben führt und hochsensibel ist. Wie es der Zufall will, hört sie auch besonders viel, also ist auch auf diesem Kanal hochsensibel. Das heißt, es ist so, wenn sie die Tür öffnet, aus ihrer Haustür herausgeht, sie wird erschlagen von den ganzen Eindrücken. Es ist, als würde alles gleichzeitig auf sie einprasseln, ohne irgendeinen Filter. Es kommt einfach rein und sie muss es verarbeiten oder ja, scheitert eben daran, wenn das Level irgendwann zu hoch ist an Eindrücken. Und so hat Maria auch oft Schwierigkeiten in ihrem Beruf, auch mit Freunden. Denn wenn sie zum Beispiel mit ein paar Freunden irgendwo gemütlich sitzt, in einem Restaurant draußen im Sommer, weil es ein schöner Sommertag ist, und was essen will und sich mit ihnen unterhalten, dann hat sie ein Problem. Und zwar bekommt sie genauso das Gespräch von ihren Freundinnen mit, wie die alle Gespräche an den Nachbartischen. Und wenn zum Beispiel emotionale Sachen passieren, also ein Pärchen am anderen Tisch streitet sich vielleicht oder da ist irgendein Konflikt, dann zieht es sie da förmlich hin und sie bekommt gar nicht mehr mit, was ihre Freundin, die direkt ihr gegenüber sitzt, einen Meter entfernt, ihr eine Frage stellt, was hast du gesagt? Sorry, ich war gerade abgelenkt. Und das ist natürlich auf Dauer ziemlich anstrengend. Dann kommt vielleicht eben ein Flugzeug drüber und macht Krach und oh, wieder fällt es ihr schwer, sich aufs Gespräch zu konzentrieren. Dann ein Vogel im Hintergrund, quack, 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 vielleicht eine Ente, weil sie in der Nähe von Wasser sitzen. Und so ist sie am Ende des Tages ziemlich erschöpft. Denn all das, was sie gehört hat, muss sie erstmal wieder, ja, loswerden, also sich quasi reinigen oder es verdauen, alle Eindrücke verarbeiten und so gesehen den Arbeitsspeicher ihres Gehirns lernen, der einfach völlig voll und überfordert ist. Das ist das Beispiel, wie es sein kann, wenn jemand hochsensibel ist, sehr viel übers Hören mitbekommt und nicht gelernt hat, damit umzugehen. Jetzt kommt das Beispiel, Maria, einige Zeit später, hat sich ausführlich mit sich selbst beschäftigt, hat erkannt, aha, ich bin hochsensibel, krass, das ist ja interessant, was ist das? Wow, da finde ich mich wieder. Das wusste ich ja gar nicht, all das, was da drin steht, das bin ja ich. Und sie hat sich damit beschäftigt, wie kann ich mich besser abgrenzen? Wie kann ich mich zentrieren? Wie kann ich meine Wahrnehmung steuern? Und ist jetzt viel mehr bei sich. Und dieser auditive Kanal überfordert sie nicht mehr. Zum Beispiel geht sie einfach in die Stadt, nimmt sich Oropax, tut sie rein und konzentriert sich auf ihren Körper. Sie konzentriert sich darauf, was geschieht in mir, was ist gerade wirklich, wo bin ich, wo fange ich an, wo höre ich auf und grenzt sich bewusst ab. Dadurch auch, dass sie sich auf der emotionalen Ebene abgrenzt, ist es neuerdings so, wenn sie mit ihren Freundinnen im Café sitzt, sie kann viel besser zuhören. Sie hat die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit von offen für alles zu verengen, so dass sie ihr Gegenüber wahrnimmt und der Rest ist wie so ein Hintergrundrauschen. Ähnlich wie bei einer Kamera die Tiefenunschärfe, kennst du bestimmt, bei so Fotos, wo der Vordergrund scharf ist und der Rest ist unscharf. Das heißt, es ist noch da, sie muss nicht dagegen kämpfen, sie muss nichts dagegen tun, sondern einfach durch die Verlagerung des Fokus hat sie eine Reduktion der Reize, die reinkommen. Das ist natürlich eine große Erleichterung für Maria, denn sie kann viel besser zuhören, sie ist viel mehr im Kontakt mit ihren Freundinnen, sie ist viel weniger überfordert, sie braucht ein bisschen weniger Schlaf, sie kann plötzlich Sachen machen, die sie früher nicht hätte machen können. Und gleichzeitig ist es natürlich auch noch so, dass sie auf sich achten muss. Das heißt, ein wesentlicher Punkt ist, den sie auch erkannt hat, es hat sich nicht alles komplett geändert, sie ist kein neuer Mensch, sie hat die gleiche Wahrnehmung, nur hat sie gelernt, besser auf sich zu achten.
Zum Beispiel sagt sie dann nach einer Stunde: Hey Leute, wollen wir nicht woanders hingehen, wo es ruhiger ist? Mir wird es gerade ein bisschen zu viel. Ich kann mich so lange konzentrieren auf euch, aber jetzt merke ich, uff, ist doch anstrengend und ja, ich habe ein Bedürfnis nach Ruhe. Dann gehen sie vielleicht in ihre Wohnung oder auf eine Wiese irgendwo, wo sonst niemand ist. Und plötzlich kann sie sich entspannen und merkt, oh, hier kann ich meine Wahrnehmung öffnen. Hier muss ich mich gar nicht reduzieren, hier muss ich mich nicht einschränken, keine Grenzen setzen. Sondern hier ist es schön, wenn die Vögel zwitschern. Und ja, wenn ein leichter Wind durch die Blätter rauscht und kann das wirklich genießen. Und dann kommt plötzlich der positive Aspekt der hochsensiblen Wahrnehmung rein. Dass sie Dinge wahrnimmt und auch teilt mit ihren Freundinnen, die gar nicht wahrgenommen haben. Es kann sein, irgendein Geräusch von einem Vogel, ein Vogel, der zwitschert und sie sagt, wow, ist dieser Vogel schön. Und die anderen beiden sagen, krass, das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Ja, stimmt. Und so ist es plötzlich eine Bereicherung. Im nächsten Teil geht es um das Thema Fühlen, im nächsten Video. Ich freue mich, wenn wir uns gleich wiedersehen. Freue mich auch über ein Like oder einen Kommentar. Und du hörst schon wieder ein Flugzeug. Mal schauen, was gleich an Gefühlen kommt im nächsten Teil. Spaß beiseite, wir sehen uns im nächsten Video und bis gleich.